keinen Stein. Natürlich nicht ganz stark, aber
Schon so ein bisschen. Es liegt daran, dass er hier lauter Saugnäpfe hat. Und mit diesen Saugnäpfen kann er sich eben an Gegenständen festsaugen. Und die funktionieren nicht mit Muskeln und Knochen, so wie das bei unserem Skelett eben funktioniert, die Bewegung, sondern er kann diese Saugnäpfe bewegen durch Wasser zu. Ihr könnt euch das ungefähr vorstellen, wie wenn ihr einen Gartenschlauch nehmt und den andreht und nicht festhaltet. Was passiert dann mit dem Gartenschlauch? Ja, der fängt dann ganz stark an rumzubewegen. Und genau so ist es eben auch bei den Saugnäpfen von dem Seestern. Der saugt einfach auf der einen Seite das Wasser schneller durch als auf der anderen. Das kann er kontrollieren und dementsprechend kann er eben seine Saugnäpfe bewegen. Und so hat er sozusagen 1000 Füße. Ja, ich kann den Seestern dann auch mal rumgeben. Damit er allerdings diesen Wassersog erzeugen kann, braucht er sozusagen ein Ventil. Wie bei einer Luftmatratze muss ja auch die Luft irgendwo reingehen. Wenn er sein Wasser bewegen will, muss das Wasser auch irgendwo rein und raus. Und das ist dieser Punkt hier. Also da hat er sich nicht etwa verletzt, das ist keine Narbe, sondern das ist eben das Ventil, wo er das Wasser ein- und aussaugen kann. Ja, ich kann euch den Seestern dann auf die Hand geben. Bitte am besten immer über dem Tisch halten, dass falls er runterfallen sollte, er nicht allzu tief fällt. Ja, über dem Tisch bitte. Genau. Ja, also ihr könnt es dann auch spüren, eben, dass der eine raue Unterseite hat. Hier drüben kann ich auch noch einen rumgeben. Möchte jemand von euch? Genau. Ja, die Seesterne. Hat jemand eine Idee, was die Seesterne fressen könnten? Keiner eine Idee, was der Seestern frisst? Ja? Ja. Hier ist der Vorschlag Algen. Nein, der Seestern frisst keine Algen. Wäre aber eine Idee. Aber der Seestern, der frisst Muscheln. Und zwar kann man sich das vielleicht gar nicht vorstellen. Er hat nämlich keine Zähne und auch keine Scheren, mit denen er die Muscheln öffnen kann. Aber der Seestern macht das mit seinen Saugnäpfen. Er setzt sich dann an die Muschel ran. An beiden Seiten von den Muschelklappen hat er dann seine Saugnäpfe. Und dann wartet er, bis die Muschel sich so ein bisschen öffnet. Das muss die manchmal machen, um Wasser zu strudeln. Seestern seinen Magen komplett in die Muschel reinstüllen. Er hat einen sogenannten Stüllenmagen, der ist hier in der Mitte. Hier in der Mitte ist so ein Punkt, da ist seine Mundöffnung sozusagen. Da ist der Stüllenmagen des Seesterns. Und den stülpt er dann einfach außen raus in die Muschel rein. Dadurch braucht er keine Zähne. Und ihr könnt euch das vorstellen, wie wenn ihr bei eurer Müsli-Schale morgens vor dem Frühstücktisch nicht den Löffel nehmt und das Müsli in den Mund schiebt, sondern euren Magen nehmt und den Magen in das Müsli stülpt. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Also der Seestern hat einen Stüllenmagen. So, wo sind die beiden Tiere, die ich rumgegeben habe? Kann ich die einmal wieder einsammeln? Ah, der zweite ist schon hier, wunderbar. Genau, ja, was seht ihr denn? Ah, dann fangen wir mal an. Hier in dem Becken sitzt noch etwas, was ziemlich nah verwandt ist mit dem Seestern. Hat jemand eine Idee, wer das hier sein könnte? Seeigel. Ja, hier kam schon der richtige Vorschlag, der Seeigel. Der ist sehr nah verwandt mit dem Seestern. Zwar habe ich ja beim Seestern schon erwähnt, dass er zur Familie der fünfstrahligen Stachelhäuter gehört. Bei ihm ist das Stachelhäuter nicht so offensichtlich. Bei dem Seeigel dagegen schon, der hat sehr viele Stacheln. Ja, fünfstrahlig ist das dagegen nicht so gut zu erkennen. Aber wenn man genau drauf schaut, dann sieht man auch da, dass es so fünf Segmente sind, also fünf Teile. Bisschen wie so, seht ihr das? So ein bisschen zumindest. Ja, und der Seeigel ernährt sich aber trotzdem, also trotz der Verwandtschaft, ganz anders als der Seestern. Der frisst nämlich keine Muscheln, sondern er, wenn ich ihn rumgebe, seht ihr das auch, hat hier unten einen weißen Punkt. Und dieser weiße Punkt, wenn man genauer anschaut, dann sind das fünf kleine Teile, und zwar fünf Zähnchen. Das sind die Raspelzähnchen des Seeigels. Mit denen raspelt er über Steine einfach die Algen ab.
Strandkabine. Moment. Das ist die Strandkrabbe. Und die Strandkrabbe gehört auch, also gehört zu den zehnbeinigen Kurzschwanzkrebsen. Aber willst du mal für mich die Beine zählen? Zähl nochmal genau. Wieder nehmen.
was man jetzt sieht, dass sie hier blubbert, wenn ich sie zurück ins Wasser setze. Denn die Strandkrabbe atmet mit Kiemen, hat aber zwei Wassertanks. Wie wenn wir tauchen gehen, nehmen wir Gasflaschen mit, sie nehmen die Wassertanks. So. Ja, dann würde ich die Strandkrabbe sonst auch wieder reinsetzen. Ja, hier haben wir noch einen Einsiedlerkrebs. Der lebt in dem Haus der Wellhornschnecke, die hier noch Originalbewohner ist. Wenn die Wellhornschnecke stirbt, bleibt das Haus am Grund liegen und der Einsiedlerkrebs macht sich das zunutze. Sein Hinterteil ist nämlich ungepanzert und deswegen muss er es schützen. Genau, wir sind jetzt schon bei den Seehornsbecken angekommen. Wenn Sie wollen, können Sie gerne schon bei meiner Kollegin ein Fernglas ausleihen. Das ist oben am Infotisch, kann man die gegen einen Pfand geben bei ihr ausleihen. Ja, die Wellhornschnecke kann bis zu 30 Meter weit riechen. Sie hat nämlich einen Rüssel, mit dem sie eben sehr weit riechen kann. Ansonsten haben wir hier im Becken noch den Meersalat. Den kann man tatsächlich auch essen. Wer möchte, kann gerne ein Stück dran probieren. In Fischrestaurants wird er zum Teil auch verkauft. Ihr könnt es einfach testen, aber für die sich es nicht trauen, ich sage mal, es schmeckt so ein bisschen wie salzige Plastiktüte, so kann man sich es vorstellen. Fahrgäste, wie eben erwähnt, wir haben die Seehundsbänke erreicht, das ist der sogenannte Liensand. Ja, der Liensand ist diese freiliegende Sandbank auf der Steuerbordseite, also Fahrtrichtung rechts.